Moin Moin, willkommen bei Finanzkroko. Heute möchte ich einmal zeigen, wie du mit 8,75 € Investition, also täglich, ein Vermögen aufbauen kannst. Über Jahre hinweg natürlich gesehen. Und zwar siehst du hier einmal mein Portfolio, den ich mir jetzt bei JustETF zusammengestellt habe. So, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 ETFs enthalten. Jeder hat eine andere Gewichtung. So, und investieren möchte ich 8,75 € täglich. Das über Jahre hinweg. So, wenn man das dann zusammen addiert, sind das 262,50 € monatlich. Das Ganze lasse ich über einen Sparplan laufen. Den Sparplan habe ich mir bei der comdirect angelegt. Das geht hier über Geldanlage, Wertpapiersparplan. Dann kann man hier einen Sparplan einrichten. Ich habe jetzt bereits zwei. In einem anderen Video zeige ich dir auch, wie man so einen Sparplan direkt einrichtet. Hier siehst du einmal 215,25. Dieser 25 Euro, der ist zweimal monatlich. Das heißt also monatlich die Hälfte 2,50 € wären zusammen 262,50 €. Wenn man das auseinanderbröckelt, wären das 8,75 € täglich, wenn man es jetzt mit 30 Tagen rechnet. So, damit möchte ich in den nächsten Jahren ein Vermögen aufbauen. So, dann habe ich mir einmal den Sparrechner hier. Kannst du ganz normal googeln, nach Zinseszins rechnen. So, dann siehst du einmal die Sparrate 262,50 € hier vorne. Den Zinssatz 8,5% per anno habe ich jetzt gewählt, weil, wie du hier bei JustETF gleich sehen kannst, mein Portfolio hat eine Wertentwicklung von 17%. Das ist natürlich jetzt hochgegriffen, deswegen sage ich mal realistisch, könnte es in den nächsten 10, 20, 30 Jahren bei 8,5 landen. So, deswegen nehme ich mal 8,5% und keine 17%. So, da sieht man schon schön, dass ich es schon ausgerechnet habe. Und zwar, ich möchte ein Vermögen von 500.000 Euro erwirtschaften. Dafür benötige ich dann 32 Jahre. Also knapp 32 und 3 Monate. So genau kann man es nicht sagen, aber so ungefähr, so um die 30 Jahre wird das sein. Hier sieht man auch schön, dass die Einzahlung mit diesen 220,50 € monatlich, daraus wären knapp 102.000 Euro in den 32 Jahren. Dafür bekomme ich aber noch Zinsen und das sind fast 400.000 Euro. Und zusammen ergeben das dann 500.000 Euro nach 32 Jahren. Schönes Vermögen, kann man nicht meckern. Und das Ganze, wie gesagt, nur mit 8,75 € täglich. Wenn du das Ganze in einem ETF-Sparplan machst, so wie ich. Hier siehst du nochmal, welche ich genommen habe. Das Ganze ist natürlich ja, also ein Hinweis erstmal. Das ist keine Anlageberatung, sondern das ist einfach nur meine eigene Meinung. Und du kannst natürlich andere ETFs wählen. Mal vorweg. So. Ich bin natürlich jetzt ganz am Anfang. Jetzt kann ich dir nochmal zeigen, hier mein Kanal. Siehst du, keine Abonnenten. Wir starten heute also quasi ganz von Anfang. Du kannst hier theoretisch gesehen jetzt von Beginn an dabei sein, auf Jahre hinweg, wie mein Depot wachsen wird. Das werde ich vielleicht monatlich mal so einen Ausschnitt zeigen, wie er gewachsen ist, ob er gestiegen ist, ob er gefallen ist, was hinzugekommen ist, wie ist der Kurs gerade und ob das Ganze auch funktioniert. Weil es gibt natürlich viele, viele Leute bei YouTube oder bei Podcasts oder auch allgemeine Blogs, die einfach sagen, ja, investiere 20 Euro am Tag, dann wirst du Millionär. Aber zeigen tun sie gar nichts. Und deswegen wollte ich dir mal, hier kannst du einfach von Beginn an dabei sein, wie ich monatlich 262,50 € investiere
und was dabei vielleicht nächstes Jahr schon herauskommt. Also das kannst du dann mitverfolgen. In den nächsten Videos werde ich dann ja zeigen, halt, oder im nächsten Monat wieder in meinem Portfolio. Jetzt fängt das natürlich frisch an. Nächsten Monat kommen da schon ein paar Euros mit rein. Ich werde mit 1000 Euro beginnen. Die investiere ich in, habe ich schon in Ende September investiert. Und ab Oktober fängt quasi der Sparplan an mit den 220 Euro. Und in den nächsten Videos wirst du dann sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Und ja, hier kannst du dann mal meinen Kanal nochmal sehen. Also am besten ist, wenn du mit dabei sein willst, Daumen hoch, abonnieren und dann bist du auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. So, dann bis demnächst. Ciao.